Moin Leute, herzlich willkommen zu meinem ersten FIFA-Projekt und zwar Online Seasons. Wie ihr seht, habe ich bereits schon mal ein paar Spiele gemacht. Leider hatte ich da noch nicht die Elgato Game Capture HD. Habe eine Bilanz von 3:1:2, deshalb habt ihr da noch nicht allzu viel verpasst. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich meistens nur Ultimate Team spiele, aber kein Online Seasons, weil das Gameplay ja ein bisschen langsamer ist. Und da liegt mir Ultimate Team einfach ein bisschen mehr. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal um Online-Seasons und dann würde ich einfach mal sagen, wir starten mit dem ersten Spiel. Wir springen gleich in die 23. Minute. Wie ihr seht, habe ich Bayern gewählt und unser Gegner spielt mit Brasilien. Robben spielt den Ball wunderschön auf Müller. Der zieht kurz vor dem 16er ab und der Ball ist drin. Ein wenig glücklich, aber das muss uns nicht stören, denn wir führen mit 1:0 in der 24. Minute. Nach dem 1:0 schien mir der Gegner ein wenig gefrustet zu sein, zieht hier mit Thiago Silva aus gefühlten 500 Metern ab. Der Ball senkt sich noch gefährlich, aber Neuer ist da und kann den Ball parieren und hält auch die daraus folgende Ecke. Dann kommen wir zur 34. Minute, Fehlpass von unserem Gegner, doch Müller kann den Ball ebenfalls nicht zu einem Mitspieler bringen, aber irgendwie kommt Ribéry an den Ball, er schießt, doch David Luiz ist da und kann den Ball zur Ecke klären. Der Ball kommt hoch rein und dann steht da Boateng mit dem Kopf zum 2:0 in der 36. Minute. Ja, da hat unser Gegner vielleicht ein wenig zu voreilig sein Torwart rausgeholt. Und so konnte Boateng letztlich ins halbleere Tor köpfen. Und es steht 2:0 und leider hat dann unser Gegner das Spiel unterbrochen. Und wir gewinnen aber letztlich das Spiel mit 2:0. Und damit haben wir die benötigten Punkte für den Aufstieg gesammelt und befinden uns jetzt in Liga 9. Benötigen für den nächsten Aufstieg 10 Punkte, das sollte doch im Bereich des Möglichen sein. Und ich dachte mir, weil es so gut gelaufen ist, werde ich wieder die Bayern nehmen. Und dann schauen wir uns das doch jetzt mal an, wie das gelaufen ist. Wir befinden uns in der 5. Minute und spielen gegen Real Madrid. Und Ribéry legt den Ball zurück auf Alaba. Der legt sich den Ball schön vor, schießt doch! Iker Casillas ist da mit einer wirklich sehr, sehr schönen Parade. An die Ecke von rechts. Und dann steht da Boateng. Doch, Casillas kann den Ball ein weiteres Mal klären. Jetzt die nächste Ecke. Und irgendwie kommt der Ball zu Martinez. Zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Und im Liegen zum vierten. Und da ist das 1:0 in der 8. Minute. Welch ein kurioses Tor zum 1:0. Wirklich nicht schlecht, nicht schlecht. Der nächste Angriff in der 43. Minute. Müller zu Martinez und der schießt. Doch wieder ist Casillas zur Stelle und bewahrt sein Team vor einem weitaus höheren Rückstand. Wir springen in die 46. Minute und unser Gegner ist bis dato wirklich ein wenig überfordert. Und das sieht man einfach an dieser Situation. Das geht zu einfach und Schweinsteiger kommt frei zum Schuss und markiert in der 48. Minute. Das 2:0. Wie sie diesen Vorsprung wieder verspielen. Doch in der 60. Minute hat unser Gegner ebenfalls eine sehr, sehr gute Chance. Di Maria auf Benzema. Doch, dieser scheitert an Neuer, der hier wirklich glänzend pariert. Wir befinden uns in der Schlussphase dieses Spiels und zu diesem Zeitpunkt ist das Spiel längst entschieden. Müller spielt den Ball auf Robben, der setzt sich an der rechten Seite wunderbar durch, sieht Martinez und da wird es ein wenig sauwetti. Aber ich habe einfach keine andere Wahl gesehen, als den Ball aus dieser Position dann zurückzuspielen. Und Javier Martinez mit seinem zweiten Tor in der 84. Minute. Zu diesem Zeitpunkt war dann der Willen des Gegners endgültig gebrochen. Robben sprintet hier die rechte Seite entlang, zieht dann immer mehr nach innen und schließt tadellos ab. Zum Endstand 4:0 Robben in der 90. Minute und damit haben wir dann auch die ersten 3 Punkte in der Liga 9 eingefahren. Dieser Endstand ist auch wohlverdient, denn wenn man sich gleich die Statistiken anguckt, sieht man, dass unser Gegner wirklich nicht allzu große Chancen hatte. Ein Schuss aufs Tor, das war wohl der Schuss von Benzema, wir hingegen hatten 24 Schüsse aufs Tor. Nein, 24 Schüsse, aber 19 aufs Tor, also es hätte wesentlich höher auch ausgehen können. Aber nun gut, wir wollen uns nicht beklagen und das bringt uns, wie gesagt, die ersten 3 Punkte
in Liga 9. So, und das war's auch schon mit unserer ersten Folge von Online Seasons. Hier sieht man das Ganze, unsere Gesamtbilanz ist gestiegen auf 5:1:2 und uns fehlen nur noch 7 Punkte zum Aufstieg in Liga 8. Und ich würde gerne eure Meinung hören. Soll ich das in diesem Stil beibehalten, praktisch nur immer Zusammenfassung hochladen bzw. zusammenschneiden? Oder wollt ihr praktisch, dass ich jedes Spiel live kommentiere, während ich es spiele? Diese Meinungen von euch wären mir relativ wichtig, deshalb wäre ich euch sehr verbunden, wenn ihr mir das unten in die Kommentare schreibt. Und Lob, Kritik, alles was ihr sonst noch habt, wie gesagt, unten in die Kommentare. Bis dahin wünsche ich euch allen noch einen angenehmen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein!